Und da sind wir wieder zurück bei The Crew, liebe Leute. Ihr seht schon, hier müssen wir eine Taste drücken, um zu den Smartphones zugreifen zu können. Was wir natürlich nicht machen, denn wir haben eine Mission, die wir jetzt machen möchten. Und ihr seht, ich habe wieder mein GT Fastback ausgewählt, da er mir einfach besser gelegen war. Und wir einfach viel, viel besser fahren kann. Deine Freunde sind online. Bilde mit ihnen doch das ist schön, dass meine Freunde online sind, ja. Ich finde es nur etwas nervig, dass leider alle immer reinquatschen hier. Also wirklich, es ist dauernd irgendwas. Es ist nicht, dass es einfach nur spielen kannst so ein bisschen, sondern einfach jedes Mal, wenn du laberst, geht irgendwie, deine Freunde sind da oder Alter, ich habe hier ein übelst dickes Geschäft am Laufen oder irgend sowas. Wieso fahre ich eigentlich da rein? Ich weiß es nicht, weil es schön war. So, wir machen wieder ein bisschen Innenansicht, ja. Innenansicht fetzt doch. Seht ihr, was ich meine? Das ist mir schon bewusst. Nein, ich bin kein Verkehrsgefährder. Ich bin ein Verkehrsraudi, wenn dann. Wenn dann richtig, ja? Also. Mann, Mann, Mann. So, wir sind gleich da. Wir sind in 2 Metern da. Da machen wir mal die Mission. Ich habe keine Ahnung, was für eine Mission, aber wir machen sie einfach mal. Und zwar einzeln. Da meine anderen Kollegen noch nicht Bescheid wissen. Ja, Schwierigkeit normal ist okay, ja. Und ja, liefere Troys Wagen ab. Das heißt, wir bekommen ein anderes Fahrzeug, schätze ich mal. Nämlich den da. Ja, sieht doch gut aus. Aston Martin DB9 oder irgend sowas. Oder den neuen hier, wie heißt der? Sei vorsichtig damit. Ich weiß es nicht genau. Schau mal in den Wagen und ich mach dich fertig. Da wollen wir doch gleich mal loslegen. Ah, Vantage S, genau, der könnte es auch sein. Sieht aber fast aus wie ein DB9, also. Was soll ich sagen? Vollgas. Okay, so, jetzt dürfen wir auch hier. Liefer den Schlitten ohne Schramm ab. Das da ist ein Performance-Schlitten. Ein bisschen schneller als deine üblichen Kisten. Der ist für Asphalt. Kannst ihn ruhig treten, aber machst du ihn kaputt. Ich kann sagen, der geht ganz schön ab. Ja, ich möchte ihn ja ganz lassen. Ich wollte dich nicht. Tut mir leid. Was machen die hier, Mann? Ist doch kein Kaffeegränzchen. Also vielleicht doch, ich weiß es nur nicht. So, und über die rote Ampel natürlich. Aber geht echt ab, das Ding. Ganz cool. Wir müssen hier rum. Warum müssen wir eigentlich hier rum? Nur so. Ah, diese Bordsteine. Ihr wisst ja, Bordsteine sind nicht so meins. Ups, wollte ich nicht. Ah, hier müssen wir rum. Ich habe noch 1 Minute. Das und, müssen wir schaffen. Wir haben hier ständig hohen 510 Besuch. V6. Ich plane 1 oder 2 kleine Willkommensgeschenke. Schmiert das Getriebe. Was ist mit dem V8? Kommt ihr auch mal? Noch nicht. Okay. Aber wenn ich mein V4 hab, vielleicht. Also, wie es. Nein, geh weg. Da vorne ist es. Ja, es ist schön. Mann, was brauchst du so lange? Fast da, noch 1 Minute. Braucht doch gar nicht so lange. Aber die ganzen Autos sind hier im Weg. Fährt sich halt ein bisschen anders wie so ein Fastback hier. Ich glaube, das wird wieder nur Silber maximal. Maximal. Na und ich bin schon mal eine Stufe aufgestiegen, das ist schon mal gut. 1 Mod-Punkte und 1 Mission freigeschalten. Und all meine Autos werden 2 Stufen verbessert. Fühlt sich gut an. Und was haben wir jetzt hier? Silber, wie schon gesagt. Mal gucken, wie viel wir mehr gebraucht hätten. Ja, wir haben Reifen gewonnen. Für den Aston Martin hier. Ach nee. Trip-Bonus, ja. Ausstatten. Sehr schön. Wo steht denn nochmal, was wir mehr gebraucht hätten? Ach hier, in 3912 Punkten. Also war es gar nicht so weit weg. Rückkehr zur freien Fahrt. Ach nee, zum freien Fahren. So, jetzt müssen wir ihn abliefern hier. Park ihn so, dass der V6 ihn auch gut sehen kann. V6 also. Lange, Junge. Sobald ich diesen verdammten Start schmeiße, kriegst du dein Tattoo und ich meine scheiß Yacht.
mein Lamborghini, wo ist der, hä? Jetzt haben wir hier noch 3 Missionen. Gehen wir doch eine gleich mal an davon. Damit wir auch ein bisschen vorankommen. Mal sehen, ob wir das vielleicht sogar schnell spielen können. Also einfach mal Start drücken. Hier haben wir zum Beispiel in der Klemme. Auswählen und spielen drücken. Ja, es geht. Einzeln natürlich. Yo, ich hab downtown ein paar Beute reinlaufen. Problem ist, die Burschen gewinnen zu viel, verstehst du? Sorge dafür, dass sich das Blatt wendet. Du hast den richtigen Mann. Ja, das heißt, ich werde wohl mal wieder gewinnen müssen. Und schon wieder ein Fahrzeugwechsel, wenn ich das richtig sehe. Ein Skyline GTR. Ja, und nimm diesen Idioten den letzten Dollar aus der Tasche. Werde ich machen, kein Problem. Allerdings mit dem Skyline GTR, Heckschleuder. So, zur Info. Könnte etwas eng werden. Aber ich versuche mein Bestes. Aber der Fastback ist ja auch eine Heckschleuder, oder? Ich hätte auf jeden Fall den Skyline genommen. Ich hätte den GTR genommen hier, wenn ich den am Anfang gehabt hätte. So, wir sind immer noch knapp hinter den hier. Das ist ja ein Challenger. Aber lass dich vom Namen nicht täuschen. Der passt immer. Ja, leuchtet ein. Die verkraften Hüpfer besser als die Straßenausführung. Also halte immer nach Abkürzung Ausschau. Wir müssen immer nach Abkürzung Ausschau halten. Müssen wir mal schauen, ob wir was finden. Ich hätte nicht bremsen dürfen. Aber hier ist eine Abkürzung. Ja. Lass sie nicht vorbeiziehen. Das mache ich doch nicht. Ich bin doch ganz nett und lass die alle da hinten, wo sie sind. Auf jeden Fall eine gute Abkürzung gewesen jetzt hier. Das war überhaupt nicht knapp und so. Um die Krumm. Trifft nicht so viel, gibt wieder Vollgas. Da ist nämlich wieder einer. Wow, wow, wow. Also der eine hier ist schon ganz schön nervig, muss ich sagen. Die anderen gehen ja alle, aber der hier... Okay, komm schon, komm schon, komm schon! Letzter Checkpoint! Jetzt sind wir Vollgas durch hier, damit das auch was wird. Alter, knappe Sache. Mal schauen. Bestimmt wieder nur Silber oder irgend sowas. Oder Bronze vielleicht mal wieder, ja. Mal schauen. Bronze, also ich bin echt Vollgas gefahren fast. Naja, wir statten mal unseren Mustang GT aus und kriegen wieder ein bisschen Geld. Ich hoffe, ich kriege bald ein bisschen Geld, damit ich den GTI kaufen kann, was ich ja echt unbedingt haben möchte. Dann fahren wir doch mal fort und machen am besten gleich nochmal die nächste Mission, oder? Sieh mal einer an. Du machst dir hier auf den Straßen einen Namen, Junge. Das nutzt auch meinen Namen. Jetzt zurück auf die Straße. Es gibt Arbeit. Ja, es gibt immer Arbeit. Oh, das war schon wieder der falsche Knopf, aber ging ja noch. So, wir sehen hier gerade, wir fahren an der Tram hier vorbei. Wir können also dann später auch mit Zug fahren und so weiter. Schon mal so im Voraus. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Vorsicht, Fahrbach, das ist das, wo wir schon geschafft haben, alles. Das hier auch, haben wir auch schon geschafft. Hier ist Straßentuner, Autohändler. Ja, da machen wir doch glatt mal. Was ist das hier? Slalom-Test. Beutetest. Was ist ein Beutetest? Ich weiß es gar nicht. Aber wir können auf dem Weg eigentlich mal das hier probieren. Slalom-Test 3. Dann machen wir mal den Wegpunkt hin. Weil es ist gar nicht so weit. Mit dem Vollgas, damit wir auch schön durchkommen hier. Ja, wie gesagt, machen wir den Slalom-Test und dann fahren wir weiter zur nächsten Mission da. Da ist ja auch noch eine. Mal schauen. Und dann hoffen wir, dass wir mal den V1 oder so treffen.
bin mir gar nicht sicher, wo wir anfangen. V1 bis V8 oder so? Ich weiß es wirklich nicht. So, dann schauen wir doch mal hier, wie geht's Slalom-Test. Yo, hab einen Job für dich. Irgend so ein Penner mit einer fetten Karre spielt. Jetzt ist mir doch egal, was du für einen Job hast. Ich muss hier Slalom fahren. Nicht getroffen? Wieso? Ah. Ja, dann. Lieber hier lang. Dadurch. Und hier lang. Dadurch. Mist. Scheiße, jetzt wird es zu schnell irgendwie, ne? Müssten wir wieder ein bisschen abbremsen. Okay, das war ein bisschen. Die Goldmedaille Geist ist auch viel, viel weiter hinten irgendwie. Habe ich so ein Gefühl gehabt. Wir müssen es nochmal machen. Tut mir sehr leid. Aber wir haben es irgendwie nicht so ganz geschafft. Wir müssten vielleicht mal alle Tore treffen. Das wäre vielleicht mal ganz cool, ne? Natürlich nicht zu langsam fahren. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen könnten. So ein Zwischending zwischen Vollgas und Vollgas und nicht zu schnell. Bronze haben wir schon mal, glaube ich. Haben aber auch nicht mehr viel Zeit. Ach, jetzt haben wir Bronze erst. Ja, wie sollen wir das denn bitte schön schaffen, ey? Aber gerade so Bronze bekommen, ey. Eieieiei. Ja, komm, wir starten es einfach mal aus. Mann, Mann, Mann. Ich bin doch schon die ganze Zeit fortgefahren. Hier hüben wir aber auch so eine komische Mission. Aber erstmal fahren wir hier rüber. Da war doch noch so. Warum ist immer das Steuerkreuz da unten? Wer ist denn hier? Nylus fährt da rum. Ach, hier Beutetest. Das könnte man auch nochmal schnell machen. Blitzreise, weil wir sind ja eigentlich schon dort, aber wir machen es trotzdem mal. So, hier, Beutetest. Aber wir müssen einfach durchbrettern. Das muss mir auch jemand sagen. Mann, Mann, Mann. So, hier. Ich glaube, das dürfen wir schon wieder neu anfangen dann. Erstens treffen wir nicht alles. Zweitens ist das Gold hier schneller wie wir. Boah, geht das ab. So, Bronze haben wir schon mal. Nein, ich bin doch ganz nett. Ich mach doch gar nichts. Alter. Wir haben noch 5 Sekunden. Schaffen wir die Gold? Ich glaube nicht. Aber Bronze haben wir schon mal. Silber haben wir sogar schon. Ja, das war gar nicht so schlecht, muss ich sagen, oder? Da sind neue Fahrer. Vielleicht brauchen die Hilfe. Jim, Jim. So, wir haben wieder ein Teil bekommen und zwar, ich weiß es gar nicht, Tempobonus steht dort. Ach, Differential steht bis oben. Ich bin gar nicht blind und so, muss ich sagen. Wir haben 209 Bucks dafür bekommen. Fahren trotzdem mal fort. Du hast ein Einschüchterungsdate. Hast du nicht vergessen, oder? Nein, Mann, nicht. Bereite mich nur vor. Was habe ich ein Einschüchterungsdate? Wieso habe ich ein Einschüchterungsdate? Was soll das denn bitte schön sein? Ja, die drücken sich immer so unklar aus hier. Ich weiß auch nicht warum. Ich könnte ja theoretisch auch den Ferrari nehmen oder den anderen da, den, ne? Ach, Sprungtest. Hört sich doch auch interessant an. Das müssen wir mal gucken. Wo müssen wir den Hund springen? Ich weiß es nicht. Wände. Okay, wir müssen in die Richtung. Ach, da hinten ist der Sprung. Ah, okay. Jetzt haben wir aber keine Zeit mehr. Ich wusste nicht, dass ich in die Richtung muss. So, nochmal bitte. Kann man ja nicht riechen, oder? Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller sein. Aber wir fliegen nicht weit genug.
Aber Silber, immerhin. Silber ist ganz gut. Motorkern, okay. Tempobonus plus 1. Starten wir doch auch mal aus. Und wir machen es trotzdem nochmal. Wir fahren jetzt mal einen Meter zurück. Und schauen, ob wir da ein bisschen mehr Schwung bekommen. Wenn wir da nämlich schon mit 200 durchbrettern, könnten wir da eigentlich mit Glück sogar viel weiter fliegen. Aber mal schauen. So, das erste Auto, oder fahren wir jetzt Vollgas los? Ihr seht schon, wirklich Vollgas. Ich mache von außen hier. Ja? Vor allem ist der Sound mega geil. Deswegen schauen wir mal. Und Vollgas. Wir sind weit genug. Immer noch Silber? Wieso das denn, bitteschön? Wieso immer noch Silber eigentlich? Wir waren doch in den Goldteil. Teil ins HQ schicken. Bitte. Danke. So, wir sind fast dem nächsten Rang hier ganz schön nah. Ne? Also fahren wir jetzt mal zur Mission. So, hier Zaun weg. Chester. Nein, Chester, ich möchte nicht mit dir spielen. Ich kenne dich nämlich nicht. Und hier rum und wie rum. Das heißt, wir können mit jedem Fahrzeug die kleinen Missionen hier machen und Teile dafür freischalten. Finde ich eigentlich ganz cool, ganz lustig gemacht. Vor allem hat man da mega viel Spielzeit, wenn man das bei jedem Fahrzeug halt machen muss. Und man nicht dann, wenn man mit einem Fahrzeug das gemacht hat und das alles freigeschalten hat, dass man das dann bei allen Fahrzeugen hat. Finde ich ganz cool, muss ich sagen. Nee, warum? Da haben wir die Mission gerade vorbeigefahren. Aber ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Wir machen die Mission beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!